So. Bup. Ah, da sind wir doch schon. Sehr schön. Es ist mal wieder soweit. Es ist wieder Worships-Zeit, meine Freunde. Und wir gammeln ja ein bisschen hinten dran. Wir haben jetzt noch Zeit. Bis 21.07. 7 Uhr. 21. ist morgen. Widerlich. Herr Machel, ich grüße Sie. Guten Abend. Du liegst im Bett und kannst nicht schlafen. Schau, deswegen gehe ich gar nicht erst ins Bett. Ich spare mir das einfach. Eisprinzessin auch lange nicht gesehen. Mensch, dass du auch noch lebst. Schau an, schau an. Die ganzen Totgeglaubten sind wieder da. Wir können übrigens. Oh. Oh. Okay, ich dachte kurz, wir können uns das nächste. Ich dachte kurz, wir können uns das nächste Schiff holen. Dem war aber nicht so. Viel zu tun gehabt. Lass ich das als Ausrede gelten? Ja, ausnahmsweise. Die sehr verehrte Tomate ist anwesend. Ich grüße die sehr verehrte Tomate. Das ist widerliche Temperaturen eigentlich, ne? So warm. Man sieht es nicht, aber ich schwitze innerlich mit 180 Grad, aber ich versuche das jetzt einfach mal auszublenden. Tu jetzt einfach mal so, als ob ich nicht schwitzen würde. Es hatte heute bei uns 37 Grad. Oder wie ich es nenne, widerliche Temperaturen. Und zwar widerlich, widerlich. Ich sag's euch. Ja, neuer Name. Krabbe hat Namen geändert. Wie soll ich mit den Drops so? Was machen die Drops? Haben wir alle Drops abgeholt schon für World of Warships? Die es jetzt aktuell gibt. Wo sehe ich denn das? Mein eigenes. Jo. Die gute Amurant streamt wieder. Platz 1 der Welt gefühlt mit ihren 11.000 Zuschauern. Mit ihrem Arsch immer streamt den ganzen Tag. Krabbe 69 gab es nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Nee, kann ich nicht anschauen, weil ich da glaube ich. Oder ich weiß gar nicht. Nee, kann sein, dass ich sie mir anschaue, aber. Kann ich jetzt aktuell gar nichts zu sagen. Wann war denn die ModCon? Eigentlich? Nee, kann ich mir nicht anschauen. Kann ich mir nie anschauen. Leider. Da bin ich gar nicht da. Da muss ich arbeiten. So, wie ist es jetzt mit Drops? Ich glaube, Drops gibt es keinen. Ich werde natürlich nachträglich mir alles anschauen, dann später. Am Donnerstag gibt es erst wieder neue. Übrigens heute alleine. Der ganze Pöbel ist wieder schlafen. Die ganzen niederen Kreaturen haben Schlafenszeit. Ihr seid da auch vertreten. Naja, wenn du schon so provokativ schreibst. Mit was bist du denn vertreten? Ui, ein Match. Ach, mit der Asia Expansion, ha? Huh? Die Asia, ja, die habe ich schon mal gezeigt, oder? Die Asia Expansion, oder? Habe ich schon mal? Hi. Hi, Eltron. Grüß dich. Grüße Sie. Ich hatte Schuggen. Ich glaube, Asia Expansion habe ich auch schon mal gezeigt. Mal kurz gucken. Asia. Asien. Asien? Naja, okay, keine Ahnung. Findet jetzt zumindest mal nichts auf den ersten Blick. Spiel geht los. Die ModCon ist für Crusader Kings und Hearts of Iron gibt es so Event, oder ich glaube aktuell für Crusader Kings gibt es so Event, wo die ganzen Mods vorgestellt werden und wo die Modder reden und so ein Geschmarre und ist eigentlich ganz interessant. Da werden Mods vorgestellt, die noch gar nicht draußen sind.
Ist eigentlich ganz cool. Ich habe nicht das Problem mit Mücken, ich habe nur generell Problem, dass es so warm ist. Aber ich habe hier Lüfter, der gerade auf mich drauf ballert. Das geht dann schon. Fangemachte Mods. Die Studios machen keine Mods meistens. Sie machen meistens nur die Leute. Studios machen, wenn überhaupt, dann nur bezahlte Mods. Na, schau mal, da wäre sogar der Flugzeugträger direkt. Ah, war schlecht abgeworfen, kann ich jetzt schon sagen. Das geht komplett in die Hose. Ja, kurz gucken, ob wir da vielleicht in New York treffen. Ja, natürlich blöd, wenn man direkt über 20 feindliche Flugzeuge, Schiffe hinwegfährt. Ja, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ist eher so im englischen Raum groß, im deutschen Raum eigentlich gar nicht so. Schauen wir kurz auf A mit rüber, ob da ein Zerstörer gammelt. Irgendwo ist hier ein Zerstörer, glaube ich. Oder? Kann auch sein, dass ich... Was ist die Spotting Range der Flugzeuge? 6,4 Kilometer. Nee. Nee. Ah, da ist er. Da ist er, Boy. Auch interessant, dass der Flugzeugträger so offensiv geht. Wird es nur leider sehr schmerzhaft, weil Flugzeugträger immer eine sehr schöne AA haben. Leider. Und ich jetzt hier leider sehr schlecht angeflogen bin. Gott. Genau, was ich gesagt habe. Übrigens ist das erste Match heute, deswegen habt bitte Erbarmen mit mir, wenn ich grundsätzlich gerade abscheiße. Meine ist ein T8er dabei. Nee, T7er. Sorry. Ignoriert mich. T7er. Der hat... Wo fahre ich eigentlich lang? Chillt einfach nur. So, die Rook. Schauen wir, ob wir die wenigstens treffen. Was? Atlanta don't push so hard? Haben die einen Atlanta? Ah, nee. Der meinte unsere... Wait for your lazy BBs, ja. Das Ding ist, du willst nur ein Spendenstream. Hast du überhaupt gespendet? Tomat, du bist so ein Held, Alter. Weißt du, du willst ein Spendenziel, aber du spendest gar nicht. Die haben wir schon mal getroffen. Wäre schlau gewesen, wäre ich den nächsten Anflug gestartet. Das ist akzeptabel, Eltron, auf alle Fälle. Auf alle Fälle wahrscheinlich besser als ich aktuell. Hallo Polygon. Ja, den anderen haben wir auch getroffen. Allerdings nur einmal. Der feindliche Carrier ist übrigens kaputt. Das ist aber auch nicht so überraschend, weil der ist direkt in die Action gefahren. Ich glaube, der dachte die ganze Zeit, er ist ein Zerstörer oder ein Schlachtschiff. Kompliziert ist es auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt noch Werbung gucken. Die Lyon brennt auf alle Fälle wie so ein... Na, wisst ihr schon. Ah, das war richtig schlecht von mir. Nee. Nee, das war schlecht. Darüber reden wir bitte nicht mehr. Ja, Erfahrungswert. Zum einen, ja, das Ding ist nur, die haben leider so viel Anti-Air, dass ich eigentlich gucken muss, dass ich meine Dinger vorher runterschmeiße, bevor ich weggeschossen werde. An sich fliege ich immer lieber ein bisschen näher ran. Aber diese T7er-Dinger haben jetzt wieder ein bisschen mehr Anti-Air, ne? Und die tun leider sehr weh. Oh, der Herr Button ist auch wieder da. Mensch, lange nicht gesehen. Long time not seen, Herr Button.
Ein Zerstörer? Nee, ne? Da ist der Zerstörer. Den spotte ich auch gerade, glaube ich. Nee, Flakfeuer ist ja schlecht für Flugzeuge. Das stimmt schon, ja. Sehe ich den nicht mehr. Bin ich jetzt gerade verarschend, also. Naja, zum Glück. Das einzige Positive an den Dingern ist, die haben relativ schlechte Flak. Na, war zu weit. War schlecht. Die Japaner brauchen relativ lange, bis sie schießen, leider. Da ist der Unterschied zu den Deutschen. Die Deutschen schießen immer relativ schnell sofort ihre Dinger weg. Aber dafür spotten wir den und er kann jetzt von unseren anderen Jungs beschossen werden. Deswegen passt es schon. Und viel Zeit in einem Ort, den man vielleicht einmal spielt. Ja, stimmt schon. Könnt ihr jetzt bitte mal abschießen, das Ding? Weil ich verliere gerade meine komplette Luftwaffe auf dem Weg dorthin. Eine Kamikaze-Funktion, ja. Hör ich häufiger. Das ist irgendwie so der Running Gag. Warum können die Japaner keinen Kamikaze? Ich weiß nicht genau, warum man die Nikolas nicht kalt macht. Man bekommt Flieger über Zeit wieder zurück. Es gibt keine unbegrenzte Anzahl an Flugzeugen. Es gibt keine begrenzte Anzahl an Flugzeugen. Ich kriege quasi immer wieder Flugzeuge. Ich meine, klar, das dauert eine Weile. Das heißt, ich habe dann mal weniger oder so. Aber generell bekommst du alle paar Minuten wieder Flugzeuge. Das ist fast schief gegangen. Das kriegt einen Doppelhit. Leider kein größerer Schaden. Dass der mal brennt. Dass der mal Wassereinbruch hat, meine ich. Brennt tut er ja sowieso meistens. Jetzt ist er kaputt. Das heißt, ich habe gerade meine Zeit und mein Geld verschwendet. Ich habe 30.000 Damage gemacht. Das sieht jetzt viel aus, aber das ist eigentlich gar nichts. Hallo? So, der wird jetzt wahrscheinlich mal ein anderes Flugzeug gleich noch abschießen. Ja. Egal, drop einfach und dann zurück. Ja, auf der rechten Seite, also hier, da siehst du, wenn Hits rauskommen. Mein Torpedo hat übrigens nicht getroffen. Die Flaks sind automatisch, ja. Und dann noch hier oben siehst du den Gesamtschaden, den du aktuell gemacht hast. Habe jetzt zum Beispiel 5 Torpedo-Hits gelandet und einmal mit meinen Raketen, mit den Dingern getroffen. Die ich jetzt hier auch gerade am Start habe. Ja, also wie jetzt. Haben wir auch gut getroffen. Brennt jetzt sogar, hat aber gelöscht. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal anzünden, hat er ein Problem. Aber es ist gerade gar nicht so einfach. Mit schlechten Anflugwinkel. War schlecht. Oder? Wobei? Ah, war ein bisschen lucky, dass wir ihn getroffen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wir jetzt machen, wir spotten jetzt kurz. Weil hier irgendwo sind Zerstörer. Dass unser Schlachtschiff nicht in den Zerstörer reinfährt. Hat es auf einen Film mit so einem Kampfmodi, wäre nice. Das stimmt allerdings, ja. So Battlefield-like oder Armor-like. Wäre relativ cool, oder? Das ist der andere Zerstörer. Steht einfach da. Leider sehr schwierig, den zu treffen. Könnt ihr bitte... Ah, scheiße. Kacke. Die Taste T sorgt dafür, dass wir hier einen Jäger hinschicken, also der dann hier für Luftüberlegenheit sorgt. Und da kann ich dann wieder meine Geschwindigkeit erhöhen, mit der ich
schnell fliegen kann. Ich habe übrigens, da ist eine New Orleans einfach, die hat sich, okay, wieder gerade beschossen. Ich glaube, die ist gleich Geschichte. Hoffe ich mal. Ja, gut. Sonst wäre ich jetzt an so einer Geschichte gewesen. Mit F kann ich die sofort zurück auf mein Flugzeug holen. Also quasi tue ich sie sofort zurückschicken. Ah, jetzt wäre so zu früh gedrückt. Ah. Ganz knapp zu früh. Ganz knapp zu früh. Ich hätte sogar fast noch getroffen, was eigentlich noch viel trauriger ist. Ist eine schlechte Runde von mir, muss ich sagen. Als guter Carrier-Spieler sollte man auf alle Fälle, sage ich mal, 50k plus auf alle Fälle. Genau, spotten tust du die Schiffe automatisch. Sobald du da quasi in die Nähe fliegst, okay, das, ich spotte weiter, weil um den Carrier da hinten wird sich, um den Kreuzer da hinten wird sich schon gekümmert. Wir schießen hier mal auf das Ding. Tschüss. Bisschen lucky. Okay, damit lebt jetzt nur noch der eine Zerstörer hier. Der ist da in dem Nebel drin. World of Warships ist ein sehr cooles Spiel, ja. Jetzt bin ich auch noch ein Noob, ja. Schaut euch das mal bei Pro-Gamern an. Da ist er. Wir haben ihn gefunden. Na, ich spotte quasi und durch das Spotten kriege ich auch wieder Punkte. Und das war's, na gut. So einfach ist das. So, ich war zufrieden, war ganz okay. Ja, weiß nicht. War jetzt nicht so Premium. Ich muss nur sagen, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ökonomische Boni drauf habe. Nee, habe ich gar nicht. Schau, scheiße. Ich habe relativ wenig Boni nur noch für Credit-Punkte, by the way. Die kann man für Geld refreshen. Die anderen zwei nicht, leider. Du ziehst es dir mal eben. Das ist aber nicht so, dass du jetzt dann mal eben mit mir spielen kannst oder so. Die Prinz Eugen. Ne, habe ich nicht. Weiß gar nicht, unter was sie ist. Die Prinz Eugen. Gibt's gar nicht. Ist T8 Premium? Ja, ja, T8 Premium, ja. Merkst du selber, T8 Premium. T8 Premium, was du dir gar nicht mehr kaufen kannst. Gute Nacht. Ja, wir müssen aber, wie gesagt, Titan der Industrie weiterspielen. Was ist eigentlich die Mission aktuell? Schaden mit Hauptgeschützen, haben wir gar nichts gemacht. EP und Schaden wie möglich und mit Bränden und Wassereinbrüchen. Gut, Schaden durch Hauptgeschütze werde ich leider nicht mehr hinbekommen. Admiral Hipper können wir auf T8 spielen. Die Austin mit Ladebooster braucht nur 1 oder 2 Sekunden Reload. Aha. Ja, T8 heißt, das ist quasi die, also T1, T2, das ist so quasi die Level vom Schiff, ne? Level 1, Level 2 und das ist halt Level, so Tier steht quasi für Level, ne? Level 1, Tier 1, Tier 2 und das Maximale ist Tier 10 und dann gibt es noch Superschiffe, wie die jetzt dann quasi heißen. Super Carrier, Super Zerstörer, Super Kreuz ist quasi T11, nur mit anderen Namen. Die Wassereinbrüche solltest du mit einem guten Zerstörer hinkriegen. Das Ding ist, ich habe, glaube ich, doch, ich habe einen. Ein, ich glaube, die Minikase habe ich.
Die U-Boote hast du letztes Mal gar nicht gesehen. Beim letzten Game. Da waren U-Boote dabei? Da waren gar keine U-Boote dabei, hä? T6 und T7 ist okay. Schauen wir mal, was wir da so reißen. Die kosten dann extra. Ja, du musst ja quasi hochspielen. Ne? Du fängst quasi auf Tier 1 an und dann musst du quasi von Tier 1 auf Tier 2 und so weiter. Dann spielst du dich quasi hoch im Laufe der Zeit. Das dauert halt ein paar Wochen, Monate, bis du da T10 mal erreicht hast mit einer Nation. Also du suchtest hart und gibst richtig viel Cash rein. Yes, Bro. Mit Cash kann man sich boosten. Ja, es gibt Premium-Accounts und du kannst quasi Booster kaufen, mit denen du mehr Cash und mehr XP bekommst. Kannst dir auch rein theoretisch sofort ein T10-Schiff kaufen. Rein theoretisch für 200 Euro oder so. Kannst du das Spiel zwar nicht, wirst du mal auf die Fresse bekommen, aber du hast ein T10-Schiff. Was auch eine gute Möglichkeit wäre, Cash reinzubringen. Ja, Schiffe sind richtig teuer, wenn du welche kaufen willst. Die wollen all mitgehen, aber ich bin raus. Kein Bock auf all mit. Macht eh keiner mit. Das ist ein interessantes Matchup. Kein Carrier, nur ein Zerstörer. Goldene Masterkarte. nee, das ist keine Luftunterstützung. Das ist Aufklärungsflugzeug. Damit kann ich die Reichweite von meinem Schiff erhöhen. Also ich kann jetzt aktuell 18,7 Kilometer schießen. Mit dem Ding kann ich dann um die 20, 21 Kilometer weit schießen. Läuft halt dann für 1,5 Minuten circa. Vielen Dank. 18 Kilometer ist echt viel zu wenig, ja. Da ist eine Gneisenau. Und eine New Orleans. Die New Orleans. Schauen wir mal, ob wir die treffen. Die gute New Orleans. Wenn sie es nicht kommen sieht. Ich sehe sie es leider auch nicht mehr. Das heißt, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Da ist eine Renown. Ich hab dir den Rente geschickt. Ich hab dem Sitter einfach mit reingedrückt. Sehr schön. Sehr nice. Sehr gut. Sehr toll. Müssen wir nur kurz aufpassen, weil ich bin hier relativ alleine. Die Renown sehe ich nicht mal. Da kommen ein paar Torpies. Z. Z drücke ich, um den Schuss zu verfolgen. Der dreht doch hoch, oder? Der Sack. Ja. Ja, ich bin leider relativ offen gerade. Zum Glück. Au. Zum Glück sind die nicht allzu gut. Die haben auch noch mal ein bisschen gehittet. Nicht viel, aber ein bisschen was. Da ist ein Zerstörer. Deswegen habe ich auch schon abgedreht. Zum einen, weil ich keinen Bock auf die Konfrontation hier mit den zwei Schlachtschiffen habe. Zum anderen, weil da zu viele Boys sind. Nee. Kurs berechnen kannst, musst du selber. So, ich bin jetzt aktuell das Open Target hier für alle. Bin irgendwie der Einzige, auf den sie schießen können hier. So, ich bin aber weg hier. Hi, Herr Chili. Nice to see you. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Oh, 14.000 Schaden. Hey, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das freut mich doch, dass dir auch gut geht. Naja, du siehst quasi, wo die langfahren. Und anhand dessen musst du quasi schießen. Ne? Du siehst, wo sie langfahren und dann denkst du dir so, ah ja, da muss ich jetzt hinschießen, damit ich den treffe.
Und dann siehst du noch hier in der Mitte diese Sekundenzeit, da siehst du, wie dann das fliegt. Und dann kannst du quasi so... Dankeschön, liebe Eisprinzessin. Für dein Prime-Sub. Willkommen zurück in der Familie. Jedenfalls, ich sehe jetzt hier quasi, das dauert 9,5 Minuten circa, bis es dahin fliegt. Das heißt, ich sehe jetzt, okay, der fährt jetzt so lang. Das heißt, ich kann es irgendwie für mich berechnen, in etwa, wo der hinfährt. Aber ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt hier gerade vor lauter Labern gleich auf die Fresse bekomme. Der lag noch bei dir rum. Nett, dass du ihn bei mir dagelassen hast gleich. Also ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt gerade unnötig hier auf die Fresse bekomme von der Renown. Das ist ein bisschen blöd. Ich drehe um. Ich bin weg. Ich brauche Aufklärung. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Naja, was denkst du, was ich mache? Schlafen, oder? Dann ist noch die Gneisenau. Die treffe ich aber nicht, die fährt spitz. Das ist scheiße. Hat mich jetzt gespottet, der Boy. Da ist die Renown. Die schießt natürlich auch wieder. Aber da ich mich gerade eh wegdrehe, ist... Ah, wobei, wenn ich jetzt schlau bin... Ja, ein bisschen Schaden hier, da, tralala. Könnte ich wieder reparieren, ganz nebenbei. Schau mal. Ja, ist okay, hätte besser sein können. Hat sich leider verkrümelisiert, der Freund. Ich weiß nicht, warum irgendwie gefühlt alle mich hassen gerade. Ich bin hier total allein und das... Wo sind denn meine Mäus? Da ist noch eine Heinrich. Gut, der hat aber auch nicht so mit dem Treffen gerade. Vielleicht auf HE switchen. Ich brauche Aufklärung. Bleiben wir so. Da ist die Gneisenau. Die schießt aktuell nicht in unsere Richtung. Schaden könnte besser sein. 34k Damage ist okay. Ich verpiss mich jetzt erstmal hinter den Stein da. Das war ein großartiges Gefecht. Was für wahr? Es läuft doch noch, die Ochsen. HE ist explosiv, das heißt HE macht, kann Brandschaden auslöschen und AP ist quasi Armor Piercing. Durchschlägt quasi Rüstung oder Panzerung. Macht quasi, wenn es durchschlägt, mehr Schaden. Der hat jetzt übrigens auf High geswitcht, der Kollege da hinten. In dem Fall die richtige Entscheidung, weil er mich sonst nicht trifft mit AP so wirklich. Ich kriege jetzt nur leider eine Breitseite von der Gneise. No. Naja, nicht ganz. Okay, geht nochmal gut. Der dreht jetzt auch weg. Schnell hätten der nach, der sagt. Deutsch hätten damals mehr Schiffe bauen sollen. genau, High ist da lukrativer. Ich muss nur gestehen, dass meine Überlebenschancen nicht die allerhöchsten sind aktuell. Gucken, ob wir die Zara treffen können. Das sollte gut sein. Jawohl, sehr schön. Mit einer Zitadelle. Das ist gut. Zitadelle, seht ihr hier, dieses schwarze. Das ist quasi das am schwersten zu treffendste im Schiff, aber wenn er es trefft, dann macht ihr richtig Bums Schaden. Gott, gehen die mir am Sack alle beide, ne? Taste 4 ist gegen U-Boote. Das ist so ein Bomber, der wie heißt es hier? Wasserbomben abwirft. Aber ach komm, sein Ernst. Mit einem Hit zündet er mich an, oder was? Ja. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich kann nicht reparieren und ich brenne doppelt. Okay, aber ich bin aus der Spotting Range. Nebelwerfer haben tatsächlich nur ein paar
Kreuzer und Zerstörer generell. Bin ich schon wieder gespottet, warum denn? Weil ich brenne oder was? Der ist eh zu weit weg, langsam aber sicher. Das Problem ist, ich habe drei Brandherder. Der hat mich mit jedem Hit, hat er mich quasi angezündet, der Typ, Alter. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Kann ich doch verarschen? Aber ich lebe noch. Und da unsere Kollegen gerade die Flagge einnehmen und wir unsere Flagge verteidigen können, sieht das erstmal ganz gut aus. Wobei, da ist glaube ich ein Zerstörer auf dem feindlichen Punkt, deswegen cappen wir aktuell nicht. Schauen wir mal. Ich habe mich wieder auf 11.600 Leben hochgeheilt. Kann sogar wieder rappen. Ja, ich weiß selber, dass da ein Schiff ist. Our team has taken the lead. Ja, es gibt generell, es gibt generell viele Schiffe, die nie gebaut wurden. Generell. Im Spiel. Aber ist ja auch logisch, die können ja nicht nur historische Schiffe nehmen, weil dann gäbe es ja viel zu wenig Zeug irgendwann und für viele Nationen gar nichts gefühlt. Deswegen gibt es auch viele Prototypen, zum Beispiel deutsche Flugzeugträger gibt es ja auch ohne Ende im Spiel. Jetzt denken sich so alle, hä, was für Flugzeugträger? Genau. So ein sexy Schiff, die Prinz Eugen. Da ist die Zara wieder. Aber ich habe jetzt erstmal Bock auf die Renown Nummer 2. Und wir nehmen jetzt eh den Punkt ein nebenbei. Also das Ding ist eh geworden, denke ich mal. So, einmal kurz Repair. Hoffen, dass wir dem eine Breitseite drücken, dass sein Vater ihn schimpft. Jawohl, Alter. 18k Damage. Boys. Da kommt er wieder mit seiner schwulen HE-Munition. Nichts gegen Schule. Aber das Ding ist, der ist im Arsch, der Renown. Der hat so hart gefressen. Das muss so frustrierend sein. Er hat mich auf 1000 Leben runtergehabt und kriegt jetzt schon wieder eine Salve. Ich habe schon wieder 17.000 Leben und er ist jetzt quasi tot. Ich glaube, er hat schlechte Laune jetzt. Okay, ist jetzt eh tot. Die Frage ist, wer kriegt den Kill? Ich nicht. Arschlöcher. Ich mache das meiste Damage und ich krieg den Kill wieder nicht. The ship is on fire. Was schießen die denn da hinten? Da ist noch der Kreuzer irgendwo, oder? Ah, da ist sie. Schau mal. Selbstschild, wenn man sich die Pissmark von Doppeldeckern versenken lässt. Der ist ein bisschen langsamer gefahren, leider. Ein bisschen schneller gefahren, wäre der weg gewesen, vielleicht. Es lebt übrigens nur noch das Ding. Und jetzt auch nicht mehr. Gute Runde. Gute Runde. 7000 XP, 1500 Free XP, 170.000 Creds, 70k Damage. War gut. Können wir uns gleich den ersten Container snacken? Den zweiten sogar schon. Ökonomische Belohnung mit Snacken hier. Und wir machen weiter mit der Fuso.
EP? Ah, Na gut, Schaden oder halt Minikaze. Minikaze leider nicht so gut. Das andere ist die V170. Da habe ich leider auch noch nicht die nächste Variante freigeballert. Wie viel Freaks hatten das 10.000? Das läuft. Also ich muss leider, wenn in dem Fall die Minikaze spielen. Kann ich die Spotting Range verringern? Ne, müssen so spielen. Ding schon geupgradet. Ja. Fuß ist das Schiff mit dem... Okay, das ging sehr schnell. Wir sind direkt ins Matchmaking reingerutscht. Sehr erfreulich. Bismarck gibt's im Spiel, ja. Glaube ich T8? Weiß gar nicht. So, es gibt... Oh, interessant, ich bin der einzige Zerstörer. Das Problem ist, es gibt ein U-Boot. Ekelhaft. T8, ja. Schau, ich hab sogar mal was gewusst. Ha! Ich mal was weiß, Premium. Setzen Sie eine Nebelwand. Machen wir Ihnen das Leben schwer. Ich glaube, in der Zwischenzeit gibt es kein Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg, was nicht im Spiel ist, aber zu 100% sicher bin ich mir nicht. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist fast alles mit drin von den Klassen grundsätzlich. Kann sein, dass vielleicht eine Unterklasse nicht dabei ist, aber von den Hauptklassen an sich ist eigentlich alles dabei. Und es gibt ja natürlich auch so Schiffe, die dann Schwesterschiffe hatten oder die leichte Abwandlung waren und so. Klar, da fehlen bestimmt irgendwo ein paar Schiffe, das schon, aber die großen Gruppen sind auf alle Fälle alle drin. Wenn ich jetzt keinen großen Fehler mache, sollte ich nicht gespottet werden über das Match hinweg. Aber das hätten wir auch schon das Thema, wenn ich keinen großen Fehler mache. Hi Ari, grüß dich. Ja, übrigens auch an Alpha Bestie, auch an dich natürlich ein grüß dich erstmal. Sehr unfreundlich von mir nicht zu grüßen, ne? Ich werde hier übrigens nur die ganze Zeit versuchen, irgendwie meine Torpedos wegzuballern. Ach, wir haben drei Torpedos. Ah, wir haben zwar keine Seitentorpedos, aber wir haben... Wir haben keine Fronttorpedos, aber Seitentorpedos dreimal. Läuft ganz gut. 2 Spiele, 2 Wins. Relativ positiv ist natürlich für mich, dass ich mal was gewinne. Ich finde Widespread Torpedoes of Range besser, ehrlich gesagt. Hallo Kapitän Schmierhose, grüß dich. Ich finde, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst bei Widespread of Range einfach besser ist. Und wenn du einen Hit landest, ist gut. Wenn du halt keinen Hit landest, ja, weiß nicht, schwierig. Ich glaube, es ist persönlich so eine, es ist so eine persönliche Sache. So, was mag man selber mehr? Ist halt einfach zu dodgen. Ja, ja, stimmt schon. Kann natürlich mal Switcheroo machen. Ah! Was geht denn hier ab? Der Boy ist ein bisschen am Säckle hier, die New York, wa? Naja, immerhin fährt sie. Immerhin macht er was. Vielleicht sollte ich nicht direkt daneben fahren. Ey, in 11 Gefechten nur 2 Niederlagen und 22.000 Damage. Das läuft. Das klingt sehr, 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 sehr lecker.
Soll ich mit drauf schießen? Nee. Wie er trollt. Macht der da? New Mexico steht nur da. Da ist der Königsberg. Jetzt haben sie ihn gekillt. Unser U-Boot ist weg. Naja. Leb wohl. Ja, rest in peace, New York. Weil die der New Mexico gut mitgibt. Der hält sich weg. Das Ding ist nur, der fährt jetzt da lang. Frage ist, was macht jetzt die New Mexico? Fährt schon wieder zurück. Die könnten sogar... Ja, doch. Aha. Sehr schön. Das waren meine... Oh, ich passe überhaupt nicht auf. Ah, ja, war das schlecht von mir. Ich bin so ein Opfer, ey. Ja, ja. Scheiße. Da kriege ich die Quittung dafür, dass ich gerade so über Aggro fahre. Wenn ich aufgepasst habe, weil ich mir so gefreut habe, so, yay, yeah, ich habe hier gerade ein paar Torpedo-Hits gelandet und dann kriegst du ja die Quittung, ne? Ich meine, sieht er mich nicht mehr. Hat der immer noch einen Flutungsschaden? Ne, hat er nicht, ne? Also Walle fällt gleich tot. Ich auch gleich, davon mal abgesehen, weil ich jetzt mehr in die Sekundärgeschütze reinfahre. Ich meine, jeder weiß, was ich jetzt hier gerade mache. Nichts Schlaues jedenfalls. Aber ich glaube, der ist tot. Die Frage ist nur, bin ich jetzt davor auch noch tot? Ja. Ja, wenn man entdeckt wird, hat man ein Problem, ja. Das stimmt allerdings. Solange man nicht entdeckt wird, ist alles chillig. Normalerweise wäre ich auch nicht entdeckt worden, ich habe aber einfach nicht aufgepasst an der Stelle. Das war ein bisschen faily-fail, muss ich gestehen. Irgendwo ist noch ein Schlachtschiff. Da hinten müsste noch irgendwo ein Schlachtschiff sein. Schauen wir mal. Da ist sie. Ne, ein Kreuzer. Kein Schlachtschiff. Punktverteidigung angesagt. Ja, genau, der weiße... dieser lange weiße Streifen ist da, wo ich hinschießen muss, damit die treffen. Wenn das Schiff in der aktuellen Fahrtrichtung und Geschwindigkeit weiterfährt, das ist gar so eine Zielhilfe. Muss jetzt nur aufpassen, weil ich jetzt gleich in das Schlachtschiff da reinfahre. Der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen, weiß nicht, mal gucken, was der treibt. Die Derflinger ist auch gleich. Ja, das sieht nicht allzu gut aus. Genau, solange er seinen Kurs nicht ändert, treffe ich es. Aber die ändern natürlich ihren Kurs auch. Die drehen sich natürlich um und so weiter und so fort. Ganz blöd sind die natürlich auch alle nicht. Das war sehr knapp. Die hat mich fast gespottet. Okay, jetzt bin ich gespottet, aber ich aber selber schuld. Mittwoch. Ja, war ein Gemetzel. Es war nicht allzu gut. Ich habe immerhin einen Torpedo aber noch getroffen, schau. Immerhin etwas. Immer noch ein kleiner Torpedo. 25.000 Damage fürs Missionsziel. Aber ich verkrümel mich aus der Runde.
Da steht oben rechts, hier steht also in der Mitte vom Bildschirm steht entdeckt. Wie viel XP habe ich mit dem Ding? 41.000, was brauche ich für die nächste Variante von dem Ding? 40.000? Oh, die Bayern. Meine Freunde, die Bayern, oder? Jawohl. Es ist soweit. Die Bayern wird gekauft. Willkommen. Ohne Kapitän. Weil... Ah, nee, ich hätte die Kapitän... Ah. Warte mal ganz kurz. Egal, komm.